Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Mega Man 5 für den NES. Für das NES. Wir haben in der letzten Runde Starman besiegt. Mühsam, denn wie ich festgestellt habe, die Waffe, die wir von Gravity Man bekommen haben, wirkt gegen den gar nicht. Der war gegen jemand anders gedacht. Ich vermute gegen Gyro Man. Viel mehr bleibt ja nicht, was noch irgendwie sinnvoll was mit Gravitation zu tun hätte, außer Stone Man vielleicht, aber egal. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Gyro Man, deshalb schauen wir uns den heute mal an. Und, was eine Überraschung, wir haben sehr viele Propeller. Okay, und wir haben einen Bildschirm, der sich noch nicht bewegt. Ach, Fahrstuhl! Gegner? Nein, nur ein Fahrstuhl. Das war sehr dringend erforderlich. Okay, eine Kanone mit einem Schild. Ich schau mal, ob das Level jetzt ein bisschen anspruchsvoller wird als die bisherigen, weil ich bin so ein bisschen... entweder kann ich die bisherigen Mega Man-Spiele zu gut, bin noch zu weit drin, oder ist es diesmal wirklich so einfach. Also man kann hier sehr überlegt vorgehen. Oh, ein Leben. Man muss sich nicht großartig eine Strategie auslegen oder so. Ausdenken oder so, sondern es geht relativ straightforward durch die Level durch. Die Gegner halten auch gar nicht also so viele Treffer aus. Okay, sehr kreativ. Bei Gyro Man denke ich auch sofort an Hühner. Oh, ein Leben. Auch nicht gerade schwer zu kriegen, aber... Okay, die... Das verrückte Huhn ist wieder da, Frau Bratbäcker. Oh, und das NES kotzt. Ja. Ja, gut, das Leben muss man uns noch ein bisschen erkaufen. Oh, oh, das sieht so aus wie, Achso. Ah, okay. Ah. Bitte keinen Fehltritt machen. Das sind so die Sachen, man spielt einen relativ einfachen Level, kommt dann an einen Punkt, wo ein Fehltritt gleich Lebensende bedeutet und das ist dann immer fies. So, die lassen wir einfach mal. Ist das hier wieder... Oh ja, ich kann wieder dahinter springen. So ein bisschen was von Airman aus Mega Man 2. Mhm. Das war auch noch... Ah, hier, der Dicke wieder, der gar nicht so schwer ist. Oh. Okay, das war nicht so kompliziert. Das auch nicht. Das fällt doch runter, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Bingo! Ja, okay, das war blöd. Hätte ich mitrechnen können. Da brauche ich, glaube ich... Da ist tatsächlich mal ein, Haha, genau, den brauche ich da. Gut, dass ich den habe. Ja, das hat, da hat sich der Gravity Hold schon ausgezahlt. Muss ich nur gleich wieder, oh shit, aufladen. Lass mich raten, Kontakt mit den Dingern ist direkt tödlich. Ich probiere es mal nicht aus. Na, nee, nicht noch am letzten Meter zerquetschen lassen. Ich brauche was zum Aufladen. Au. Das war nicht nett. Aber da brauche ich auch nicht für aufladen, für die halten ja nur einen Treffer aus. Ah. Ein bisschen immerhin. Wir nehmen auch die kleinen Sachen mit. Das A haben wir gerade... Das A haben wir gerade auch mitgenommen. Ey! Ich dachte, ich schieße immer dieselbe Richtung, aber das war wohl ein Irrtum. Die können alle Richtungen. Ah, Moment. Da muss ich jetzt ein bisschen... Hey, schieß mal die... Ach so. Ach, der schießt immer nur dann, wenn ich... Das ist ja einfach. Moment, dann... Hole ich mir mal gerade was zum Aufladen. Das ist ja schön. Das ist ja ein Lebensspender sozusagen.
Und sprichwörtlich ein Lebensspender. So direkt hatte ich das jetzt gar nicht erwartet. Komm schon. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich hätte gern mal, anstatt dauernd mit Leben zugeworfen zu werden, ja gut, sowas von mir aus. Und jetzt wird ein bisschen größer. Geht das auch? Voll spannend. Na, wir haben es gleich. Nein, wir haben es gleich nicht, wenn ich so weitermache. Oh Gott. Okay, dauert auch noch ein bisschen. Bis ich das Timing hier wieder raus habe. Ja, geht doch. So. Oh, wie, der hält nur einen Treffer aus? Puh. Gut, dass ich mich da nicht verdrückt habe. Okay, Endgegner. Schon wieder. Der Level war irgendwie kurz. So, diesmal aber. Ja, diesmal habe ich mich nicht vertan. Okay, das ist so jetzt natürlich auch nicht so kompliziert. Man drückt einfach die Taste und er kriegt Schaden. Hm. Okay. Level geschafft, diverse Leben gesammelt, einen Megaman-Buchstaben gefunden und damit wäre die Gyroman-Stage geschafft. Was bekommen wir? Wahrscheinlich den Propeller von gerade. Gyro-Attack and Rush-Jet. Oh, den Jet haben wir jetzt auch. Das ist ja gut. Den haben wir bisher auch noch nicht gebraucht. Ja, dann, das wäre die Rushman. Nein, Rushman. Das wäre die Gyroman-Stage mit dem Rush-Jet am Ende gewesen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.